AEG Haustechnik. Thermoboden von AEG Haustechnik. Elektrische Fußbodenheizung richtig verlegen. In einem modernisierten Badezimmer steigert eine hochwertige Fußbodenheizung den Wärmekomfort ungemein. Dieses Video gibt eine Anleitung zur Verlegung elektrischer Heizmatten von AEG. In unserem Beispiel wird ein Bad aus den 80er Jahren modernisiert. Hier sehen wir den Ursprungszustand. Zu Beginn der Badmodernisierung werden die alten Fliesen, Glasbausteine sowie Badewanne und Dusche entfernt. Danach werden die Wandfliesen erneuert und die Badewanne gesetzt. Achten Sie darauf, dass der Boden für die Verlegung in einem sauberen, trockenen, fett- und schmutzfreien Zustand ist. Jetzt kann die Verlegeplanung beginnen. Nutzen Sie hierfür den AEG Thermobodenplaner. Dieser hilft Ihnen, die relevante Verlegefläche und erforderlichen Heizmatten zu ermitteln. In unserem Beispiel kommt der Thermoboden Comfort Turbo mit 200 Watt pro Quadratmeter für schnelle Aufheizung und der Thermoboden Comfort Wellness für den begehbaren Duschbereich zum Einsatz. Im Lieferumfang des Thermobodensets sind folgende Einzelkomponenten enthalten: Heizmatte, Temperaturregler, Fühler und Leerrohr, 90 Grad Knickschutz für die Fühlerleitung sowie die Montage- und Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie den elektrischen Widerstand der Heizmatte und tragen Sie diesen in die beiliegende Garantiekarte ein. Unser Elektriker beginnt mit der Verlegung der Thermoboden-Wellness-Heizmatte im begehbaren Duschbereich. Legen Sie die Heizmatte gemäß Verlegeplan auf alle zu beheizenden Flächen aus, beginnend in der Nähe des Temperaturreglers. Schneiden Sie an der Wendestelle das Trägergewebe der Heizmatte mit einer Schere ein. Achten Sie darauf, dass sich die Heizleiter parallel zueinander verlegter Heizmatten nicht berühren und nicht kreuzen. Im restlichen Bereich des Badezimmers wird der Thermoboden Comfort Turbo mit 200 Watt Leistung verlegt. Auch bei dieser Heizmatte ist vor der Verlegung der elektrische Widerstand zu messen. Bestimmen Sie nun die richtige Positionierung des Temperaturbodenfühlers. Dieser wird in einem Leerrohr verlegt. Stellen Sie sicher, dass die Temperaturfühlerleitung nicht den Heizleiter kreuzt oder berührt und der Temperaturfühler mittig zwischen zwei Heizleiterschlaufen liegt. Testen Sie anschließend die Funktionsfähigkeit der Heizmatten. Messen Sie hierfür erneut den elektrischen Widerstand und tragen Sie ihn in die Garantiekarte ein. Jetzt können die Heizmatten verspachtelt werden. Verwenden Sie einen für Fußbodenheizungen geeigneten, temperaturbeständigen Fliesenkleber. Um die beste Wärmeleitung des AEG-Thermobodens zu erreichen, muss der Oberbelag vollflächig ohne Lufteinschlüsse verklebt werden. Nach der vorgegebenen Trocknungsdauer können die Fliesen verlegt werden. Im Duschbereich wurde ein spezielles Flusskieselmosaik verwendet. Messen Sie danach abermals den elektrischen Gesamt- und Isolationswiderstand der Heizmatte, um Beschädigungen auszuschließen. Als letzter Schritt wird der elektrische Fußbodentemperaturregler angeschlossen. Zuerst erfolgt der Anschluss der Fühlerleitung, dann der Heizmatte und anschließend der an das Stromnetz. Achten Sie auf eine entsprechende Absicherung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Garantiekarte ordnungsgemäß ausgefüllt haben. Ob unter großformatigen Fliesen oder Natursteinbelägen, ob unter Parkett oder Laminat und sogar für Nassbereiche. Der AEG Thermoboden ist immer die richtige Wahl. AEG Thermoboden, das Original. AEG Haustechnik. Bei Ihnen zu Hause. Seit über 125 Jahren. www.aeg-haustechnik.de